Wir haben nicht empfangen den Geist dieser Welt, sondern den Geist aus Gott, damit wir erkennen, was wir in Gott geschenkt bekommen haben. So schreibt Paulus im 1. Korintherbrief, Kapitel 2, Vers 12. Dieser Vers ist für mich wie ein Steigbügel, der mich neu daran erinnert, dass ich dankbar sein kann für das, was Gott uns tagtäglich gibt. Solche Steigbügel, die sind wichtig in unserem Leben, damit wir mit einem ganz neuen Geist, so würde Paulus sagen, in den Tag starten können. Ein Steigbügel, den ich bei Manfred Siebald in einem Lied gefunden habe, den möchte ich Ihnen heute mit in diesen Tag geben. Dort schreibt Manfred Siebald in einem Lied: So viele Fragen habe ich dir, Gott, schon gestellt, wenn ich verzweifelt war an dir und deiner Welt. Ich habe geklagt und wollte wissen, ob sogar ich dann und wann nicht ganz von dir verlassen war. Wo warst du, Gott, habe ich mich dann bei dir beschwert, weil es so schien, als hättest du mich nicht gehört. Doch diese Frage fiel mir viel zu selten ein, wenn es gut ging und ich Grund genug hatte, mich zu freuen. Wo warst du, Gott, an meinem allerersten Tag, als ich gesund im Arme meiner Mutter lag? Wo, als ich einfach spielend diese Welt vergaß? Wo, als ich auf meinem allerersten Fahrrad saß? Wo warst du, als ich meine Prüfungen bestand? Wo, als ich unerwartet meine Liebste fand? Wo warst du, Gott? Ich glaub, du warst dabei. Wo warst du, Gott, wenn ich ein Fest gefeiert hab und es um mich herum nur lachende Gesichter gab? Und wenn wir fanden, dass das Essen köstlich war? Wo, als ich mir beim Treppensturz das Bein nicht brach? Du, Gott, warst dabei. Das wird mir langsam klar. Und es segne sie, der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.